Hallo meine lieben Duellanten und herzlich willkommen wieder zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir sind ganz nah dran beim Ende von der Orichalcos Story und unser finales Duell ist gegen Darts. Und dieser Typ da ist ziemlich stark, wenn man so sagen will. Und ich kann es euch schon mal versprechen, dass es kein einfaches Duell werden wird. Okay, was haben wir? Extra Deck. Oh. Genau, jetzt haben wir die legendären Ritter. Von den legendären Drachen. Und wir ziehen schon mal Legende des Herzens. Ja gut. Die bringt mir jetzt allerdings nicht wirklich was. Ich will keine Spiegelkraft abwerfen. Das ist mir zu wertvoll. Ich hatte das Yugi eben mehrere Augen von Timen hat. Ja. Richtig weg. Erstmal Gamma den Magnetkrieger in Verteidigungsmodus setzen und erstmal abwarten, was der Gegner macht. Oh nein. Ach du Schande. Doch einmal Legende des Herzens. Bringt halt nichts, wenn ich am Arsch bin gerade. Really? Darts, ich glaube, du machst gerade wieder einen der tödlichsten Fehler überhaupt. Ha! Mein Guter. Legendär. Genau, das ist ein... Genau. Das Auge von Timaeus. Ich glaube, ich setze Großschildwache verdeckt. Nur um zu gucken, was der als nächstes spielt. Riesige rote Seeschlange. Die hat sowieso weniger Angriffspunkte, als ich Verteidigungspunkte habe. Alle des Kritias. Genau, wir können das hier machen. Wir holen uns den Spiegelkraftdrachen. Weil der kann alle Karten vom Gegner zerstören. Und spielen erstmal diese Karte. Lauer des Hermos. Und holen uns... diese Karte. Jetzt müsste ich die Legende des Herzens spielen können, oder? Obwohl, nee. Ich muss halt ein Kriegermonster opfern. Okay, so viel dazu. Shit. Ich brauche halt noch eine Großschildwache oder ein
Oder den Elfenschwert. Oder den keltischen Wächter. Nein, nicht noch eine Legende des Herzens. Dann kann ich dann als nächstes die legendären Ritter rufen. Aber anscheinend will mein Deck nicht, dass ich da ein... Obwohl, ich glaube, wir haben's. Ich weiß nicht, wie oft ich die legendären Ritter drin habe. Ich hoffe es gerade. Scheiße, und ich muss es ausrüsten, ne? Nein! Fuck. Ja. GG. Das ist nicht so toll gelaufen, wie es eigentlich laufen sollte. Nein. Ich hätte den ausgewählten keltischen Vektor gebraucht, ne? Oh. Dann fängt das Duell schon so an. Du bist ein Felsmonster. Ich könnte ja rein theoretisch den magischen Zeithammer hat er jetzt nicht drin, ne? Doch, hat er. Ja, gut. So, das Monster wird erstmal ein paar Ründchen verbannt, ne? Na los! Bis zur ersten Standby-Phase. Willst du mich verarschen? Weil dadurch kann ich ja ein bisschen Zeit schinden. Oh mein... Kettischer Wächter ist weg. Fuck. Kann ich nicht irgendwas Brauchbares ziehen? Wie zum Beispiel das Auge. Spiegelkraft wäre zu geil. Ta! Kleiner. Das bringt mir absolut gar nichts. Solange mein ausgebildeter Schwertkämpfer da ist, kann mir so gut wie gar nichts passieren. Ich muss halt auf eine Karte hoffen, die mir irgendwie weiterhilft. Aber anscheinend ziehe ich nicht die Karte, die ich unbedingt brauche. Brauche Spiegelkraft. Wohl, dann kann ich ja auch so die ganzen legendären Drachenkarten abwerfen. Der hat jetzt auch eine ultimative.
Ich hätte eine Idee, was ich machen könnte. Nee, der Spielkraftdrache kann warten. Der muss erst ein bisschen warten. Das war schon ein bisschen zu schlau. Fuck. Damit hätte ich rechnen sollen. Und zurück in die Verteidigungsposition mit dir, mein Ausgebildeter. Obwohl, ich muss dich ja nicht unbedingt in den Verteidigungsmodus setzen. Obwohl doch. Dann überlebe ich länger. Wenn du mir eine elegante Wohltäterin mir schenkst, dann bin ich zufrieden. Der kann direkt angreifen. Ach du Scheiße. Ich kann nichts machen, ne? Ich hoffe, du vergisst diesen Effekt. Natürlich nicht. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Ah ja, Darts. Was ist mir ein bisschen zu schwer. Ist echt ein heftiger Gegner, muss ich schon sagen. Aber Yugi's Deck ist sowas von ultimativ Schrott, ne? Will ich auch nochmal im Raum werfen. Einmal elegante Wohltäterin. Okay, ich lege erstmal die Legende des Herzens weg, weil die mir so oder so nicht jetzt gerade nichts bringt. Okay, mystisch Raumtyphon. Glaube des Hermos, please. Fuck, ich bin ein Idiot. Ich habe einen Fehler gemacht. Und was für einen Fehler ich gerade gemacht habe. Ich nur. Das war jetzt richtig scheiße von mir. Ich hätte zuerst den keltischen Rechter rufen sollen. Na dann. Ich hätte zuerst den spielen sollen. Dann Hermos, dann magischer Zeithammer und dann, ja. Gut, ne? Da muss ich's halt so machen. Das habe ich echt ungern getan. Egal ob ist mir jetzt egal, ob es mir jetzt klappt oder nicht. Die rote Seeschlange. Der Kuribo bringt mir so oder so nichts. Weil wegen 400 Punkte brauche ich ja Kuribo ja nicht wegwerfen. Oh, ich hoffe, du ziehst das Siegel von Orikalkos, please. Weil es könnte mir jetzt durchaus nützlich sein. Natürlich nicht. Warum sollte er denn auch Siegel von Orikalkos ziehen? Aber er hat das Herz des Unterlegenen. Topf der Gier.
Ich habe ein kleines Problem. Nee. Wegen 1800 will ich das jetzt nicht machen. Für 2000 würde es sich schon lohnen, Kuribo abzuwerfen. Jetzt habe ich ein anderes Problem. Zweimal Hermos. Really? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, ich habe so oder so verloren. Ich hätte Spiegelkraft aufheben gemusst. Oh. Okay, ich habe ja auch einen Fehler gemacht am Anfang. Das gebe ich ja zu. Das war jetzt auch, aber auch irgendwie meine Schuld, dass ich nicht richtig gespielt habe im ersten Zug. Weil dann hätte ich eventuell seine finstere Walküre ein paar Spielzüge verbannen können. Okay, er fängt an. Soll mir recht sein. Jetzt, um der Spiel gleich mal das Siegel von Orikalkos. Das gefällt mir ganz und gar nicht, du. Aber immerhin habe ich ein bisschen Verteidigung. Ja, und das war's auch jetzt mit der Defensive. Spielkraft wäre jetzt super geil. Könnte ich mir eventuell einen Spielkraftdrachen holen und all seine Karten zerstören. Warum ziehe ich nur Kacke? Komm schon, gib mir einen Spielkraftdrachen, damit ich erstmal alles seine Karten auslöschen kann. Please! Was will ich mir vervielfachen? Ich habe nicht mal einen Kuribo auf der Hand. Und außerdem zwei legendäre Ritz auf der Hand zu halten, ist schon ein bisschen traurig, mein lieber Yugi. Ach du Schande. Ich glaube, ich glaube, gegen Darts werden wir noch ein bisschen länger brauchen, weil der ist ziemlich nervig. Komm, ich möchte als zweites ziehen. Das ist so unglaublich unfassbar. Topf der Gier. Jetzt sehe ich zweimal legendäre Ritter. Nein. Oh, Kalle des Ritias. Dieser Kalle kommt sehr pünktlich. Jetzt kommt mein epischer Spielkraftdrache an der Reihe. Tja, kleiner. Ha! Gekillt, Junge. Hui. Oh, elegante Wohltäterin. Ich schicke Hermos weg. Und dich, Valkyron. Ah, ich habe MST auf der Hand. Ich zerstöre mal deine verdeckte Karte. Was ist das? Keine Gefangenen! Du kannst einen Monster in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen und einen normalen Monster in deinem Hand aus später magisch. Oh Gott. Ich hole mir das dunkle Magier-Mädchen.
spiele das Auge von Temeos. Fusioniere das dunkle Magiermädchen mit Temeos. Und ich hole mir das dunkle Magiermädchen, die Drachenritterin. Was kann diese? In diesem Monster Fusions. Bla bla bla. Einmal wo spielst du, wenn. Kannst du eine Karte von deiner Hand auf die Truppe legen, dann auf die Karte und das Spiel verzweigt. Nee, das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Schattengräber. Ha! Mein lieber Darts, es ist vorbei. Bringt mir so oder so nichts. Wenn ich das Siegel da zerstören will. Das heißt, ich muss einen mystischen Raumtyphon ziehen. Oh mein Gott! Ich habe die Legende des Herzens gezogen. Oh, das ist cool. Aber die kommt wahrscheinlich so oder so nicht mehr zum Einsatz. Oder vielleicht auch doch. Ich greife mich jetzt auch noch direkt an, ne? Na komm. Wenn's unbedingt sein muss. Noch einmal Auge des Timios. Ich möchte gerne ich hätte gerne die Legende des Herzens gespielt. Aber egal. Oh. Dieser Typ ist so nervig gewesen. Okay, alles klar. Leute. Ich glaube, wir machen jetzt noch das finale Duell. Yugi gegen Yugi. Jetzt haben wir anscheinend alle 7 Millenniums-Gegenstände geholt. Irgendwie. Und jetzt kommt Yugi Moto gegen Yami Yugi. Das ultimative letzte Duell. Oh, schweigsamer Magier. Level 4. Stronghold, die mobile Festung. Na, dann beginne ich erstmal mit einem verdeckten Monster. Er beginnt auch mit einem verdeckten Monster. Und mit einer verdeckten Karte. Oh, schweigsamer Schwertkämpfer. Ah, die Levelkarten sind ganz nice. Und jetzt liegt Riesensteinsoldat. Nekroschildwache. Okay, das ist mir eigentlich relativ egal. Er wird wahrscheinlich angreifen wollen. Ah, er greift nicht meinen schweigsamen Schwertkämpfer an. Okay. So, während der Standby-Phase kann ich meinen schweigsamen Schwertkämpfer Level 3 vom Feld auf den Friedhof schicken. Und damit hole ich mir einen schwärksamen Schwertkämpfer Level 5. Aber es gibt aber auch ein Level 7er Version davon. Ah, okay. Bevor du mich weiterhin nervst, spiele ich dich gleich mal. So, schweigsamer Magier Level 4. Wiedergeburt. Ich weiß, ich will es wissen. Alpha, der Magnetkrieger, zeig dich.
im Angriffsmodus. Der Yugi hat nur noch 4000 Lebenspunkte. Und dein Deck ist ziemlich geil, Yugi Moto. Es gefällt mir. Und die schweigsamen Schwertkämpfer sind sowieso geile Karten. Und es ist vorbei, mein lieber Yami-Yugi. Tja, ich hoffe, euch hat der Story-Modus von der ersten Yu-Gi-Oh! Staffel gefallen. Wenn ja, lasst einen Hoch da, wenn nicht, dann nicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Und zwar in der GX-Story. Bis dann und ciao!